Spaltung der Gesellschaft, Bruch mit der Familie und Menschenrechte. Aktueller könnte das heutige Evangelium kaum sein. Mein Name ist Gregor Patschun, ich bin Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, des BDKJ, und freue mich heute, einen Gastbeitrag zur Sketchbibel einbringen zu können. Ich habe Soziale Arbeit und Sozialmanagement studiert, bin also kein Theologe und blicke daher vielleicht etwas naiver, vielleicht mit einer neuen Perspektive, auf jeden Fall weniger exegetisch und mehr pastoral auf das heutige Evangelium und lade Sie und euch herzlich ein, meinen Gedanken zu folgen. Drei Auffälligkeiten im Evangelium möchte ich heute kurz darstellen. Zum Ersten. Es wird deutlich, dass Jesus mehr und mehr Bekanntheit erlangt und sich sein Wirken immer weiter verbreitet. Es kommen viele Menschen zusammen und stören ihn sogar beim Essen, lassen ihn nicht in Ruhe. Hier fühle ich mich an eine Szene aus Das Leben des Brian erinnert, in der Brian erfolglos versucht, der Menge zu entkommen, die ihn für einen Propheten hält und ihn auch vor seinem eigenen Haus nicht in Ruhe lässt. Es nervt, es stört. Jedoch nicht Jesus. Er lädt die Menschen ein, unterbricht die Mahlzeit und kommt mit ihnen ins Gespräch. Er ist engagiert. Viele von uns werden das kennen, im Engagement für die eigene Berufung, anderes zurückzustellen. Zum Zweiten. Es sind nicht nur wohlgesonnene ZuhörerInnen, die gekommen sind, sondern auch Schriftgelehrte und sogar seine Familie, seine Angehörigen. Beide Gruppen stehen Jesus etwas skeptischer gegenüber. Die Familie glaubt, er sei von Sinnen. Vermutlich waren sie besorgt um ihn, um sein Tun, um sein Wohlbefinden, um eine mögliche Überanstrengung. Aber auch erahnen sie, dass Jesus gefährliche Dinge erzählt. Wir wissen ja, wie die Geschichte Jesu weitergeht. Ich kenne das auch gut aus meiner eigenen Familie, die sich sorgt, um die Arbeits- und Ruhezeiten, um die vielen Dienstreisen und um möglicherweise aufruhrerregende Inhalte. Sie schätzt das Engagement, versucht aber auch ein Korrektiv zu sein. Und so falsch liegen die Angehörigen Jesu damit ja gar nicht, denn schon hier zeigt sich, dass die Schriftgelehrten es nicht gutheißen, was Jesus erzählt, wie er spricht und dass er so großen Zulauf hat. Sie behaupten sogar, dass er mit Hilfe des Bösen handelt. Und daraus ergibt sich die dritte Auffälligkeit und auch die mit der größten Aktualität. Jesus begegnet den Vorwürfen der Schriftgelehrten mit Logik und Argumenten. Er spricht sich gegen die Spaltung und Verkürzung aus. Heute ist unsere Gesellschaft, so kann man sagen, gespalten. Personen oder Personengruppen sehen sich immer wieder haltlosen Vorwürfen ausgesetzt. In Frieden leben, homosexuelle Menschen gleichberechtigt anerkennen und Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer retten, sind beispielsweise nicht selbstverständlich, sondern darum wird debattiert. Aber die Argumente sprechen dafür. Wie kann gutes Tun schlecht sein? Fragt Jesus. Diese Frage stellen sich auch heute viele Menschen. Jesus lehrt uns hier, dass das Handeln für das Gute, für ein besseres Leben, für Gerechtigkeit und Solidarität und die Menschenrechte nichts Unrechtes sein können. Er wendet sich gegen Schwarz- und Weißdenken und Spaltung. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Ein Schritt, der aus heutiger Sicht vielleicht skandalös erscheint. Er bricht scheinbar mit seiner eigenen Familie, indem er die Menschen um sich herum, alle Menschen, zu seiner Familie erklärt. Im ersten Moment denke ich, wie kann er das tun? Wie kann er seine eigene Familie verleugnen, die schon viel für ihn getan hat und die noch viel für ihn erleiden muss? Noch heute ist die Familie eines der wichtigsten Werte im Leben junger Menschen. Und damals war die Familienbande vermutlich noch wichtiger. Die Familie war der Ort, in dem das Leben stattgefunden hat. Dort fand die Arbeit statt, religiöse Feste und auch der Tod. Jesus bricht scheinbar damit, aber er vollzieht noch viel mehr, indem er alle Menschen um sich herum, seine Nächsten, alle Menschen, die Gottes guten Willen tun, zu seiner Familie erklärt. Indem er das tut, knüpft er mit ihnen ein ebenso festes Band wie mit seinen Angehörigen. Die starke, wichtige Familienbande erweitert er auf alle Menschen. Er möchte mit allen Menschen leben wie mit seiner Familie. Der Schutz und das Füreinander einstehen, wie es die Familie tut, soll allen Menschen zuteil werden. Ja, in einer Familie gibt es auch mal Zank und Streit und Zerwürfnisse, aber eine Familie steht meist beieinander, vergibt sich und begleitet den Menschen durchs Leben. Für die Kirche ist das ungemein wichtig, denn hieraus ergibt sich ein Auftrag. Wer alle Menschen wie seine Familie behandeln soll, der muss sich gesellschaftlich und politisch entsprechend verhalten. Meine Familie lasse ich nicht bei menschenunwürdigen Arbeiten leiden und sterben. Der Einsatz für ein Lieferkettengesetz ist wichtig. Meine Familie lasse ich nicht in Zeiten von schweren Naturkatastrophen alleine. Der Einsatz gegen den Klimawandel ist wichtig.
Meine Familie lasse ich nicht in Krieg, Hunger und Verfolgung sterben. Der Einsatz für Frieden, die Aufnahme von Geflüchteten und die Bekämpfung von Hunger ist wichtig. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Auf heute übertragen heißt das, dass die Menschenrechte nicht irgendwo neben den Christinnen, neben der Kirche stehen. Die Menschenrechte sind die Verwirklichung dieses Auftrags. Wir können sie nicht einfach ignorieren oder uns aussuchen, welche davon wir achten wollen und welche nicht. Durch die Weiterentwicklung der sozialen Kategorie Familie beauftragt uns Jesus, für unsere Mitmenschen zu sorgen, weltweit. Es heißt oft, Familie käme an erster Stelle. So ist es auch hier. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Setze auf viel Einsatz für die Menschenrechte. Auf Wiedersehen.